Frankreich hat den UN-Sicherheitsrat gebeten, gezielte Sanktionen gegen Menschenhändler in Libyen zu erlassen. Vor kurzem sorgte ein Video für weltweite öffentliche Aufmerksamkeit, das afrikanische Migranten zeigt, die als Sklaven verkauft wurden. Käufer waren Libyer, die für Feldarbeiter 400 Dollar pro Kopf zahlen. Alle Staaten haben die Verpflichtung, Sklaverei zu verhindern und zu bestrafen. Sklaverei ist generell verboten und zählt zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir verurteilen sie aufs Schärfste. Gerettete und rückgeführte Migranten an der Elfenbeinküste berichten auf dem Flughafen der ivorischen Hauptstadt Abidjan Reportern von ihren Erfahrungen. Sobald du in Libyen ankommst, ist das Erste, was passiert, dass du eingefangen und verkauft wirst. Unsere schwarzen Brüder aus Westafrika, egal woher, aus Mali, Senegal oder von irgendwo aus dem Westen, auch Ivora, sie werden verkauft. Möglicherweise hunderttausende Menschen sitzen in Libyen fest, nicht nur Westafrikaner, sondern auch Eritreer, Sudanesen und Migranten aus Bangladesch. Mehrere Regierungschefs Afrikas wollen das Thema Sklaverei in Libyen jetzt in Abidjan auf die Tagesordnung des EU-Afrika-Gipfels setzen. Ruanda hat bereits erklärt, man wolle bis zu 30.000 Migranten aus Libyen aufnehmen.